So, hallo und willkommen zurück. Ja, im letzten Folge hatten wir ja hier in der Harakiri-Aktion alles bekämpft. Haben wir auch gewonnen und überlebt. Dann bin ich offscreen zurück, habe noch ein bisschen Satium abgeballert. Und jetzt dachte ich mir, wir looten das Ding mal zusammen. Also, Notfallgleiter, den haben sie mir ja ganz schön zerschossen. So, Moment. Wie Schussal Station, okay. Jetzt versuchen wir natürlich wieder, ob wir unsere Schwerkraftantrieb auf die Station übertragen können. Sollte machbar sein. Warum nicht? Wir haben noch ganz schön Drohnenkampf hier gehabt. Also hier war richtig noch was mit los mit Drohnen, die auch nachgespawnt sind. Ja, die Minigun-Muni ist mir dafür ausgegangen, aber das haben wir alles so aus den Drohnen rausgeklopft. 35 Stromspulen, ich meine, das kann man gebrauchen. Das macht man gerne mal mit. Erst dachte ich so, das nimmt gar kein Ende mehr, aber es ist dann doch noch aufgegangen. So, mal die Medis hier wegräumen. So. Zack, zack. Wollen wir auch nicht mitnehmen. Mit so wenig mit wie möglich. Mein Equip-Schrank. Sprengstoff brauchen wir nicht. Brauchen aber Multitool. Zack. Mal noch. Mal auch nicht mitnehmen. Auch nicht. Auch nicht. Ebenfalls nicht. Komm, die Pistole reicht komplett, oder? Weniger müssen wir mitschleppen. Kern, wenn man setzen können, kann man setzen. Dann ist doch super. Zack. Hopp. Rest weg und dann gehen wir da rein. Da war noch was. Da. Ups. Ja, immer alles rausschnipseln und so. Nicht. Du, da gehen so 60 Stück. Halleluja. Ja, und unser Geld haben wir immer noch nicht auf Bank eingezahlt. Na, traurig. Dann los, dann buddeln wir uns da rein. Und saugeil. Seit Alpha 6 gilt ja, wo man Kern setzen kann, kann man Kern setzen. Wo man keinen setzen kann, kann man keinen setzen. Da gibt es da gar nicht mehr so Probleme. Alpha 7. Und wir sind ja in der 7X. Setz dich doch mal da, wo ich dich hinhaben will. Immer diese verdammten Snap-Points. Oder ist da eine Lampe? Wahrscheinlich ist da eine Lampe. Da. Wie viel habe ich denn jetzt mitgenommen? Sechs, ne? Okay. Okay. P. Geräte. Ach, kann ich nicht. Ja, dann machen wir mal hier Autogruppierungen. So, dann können wir die nämlich. Loot. Enter. Gut, das ist gar nicht notwendig. Nee, ist es nicht. Wir können ja jetzt direkt drauf zugreifen. Quatsch mit Soße. P. Frachtbox. Und Frachtbox. Wir müssen zwar immer noch rein, aber wir müssen nicht mehr alles wegschleppen. Nur noch die Alien-Container.
Hep. Ah, geht doch. Jojojoj, aber es ist der einfachste Weg, als da rumzulatschen. Ja, das wird jetzt meine sein. Okay. Mal das. Die Alien-Containern sind die Runden gemeint, für die, die es jetzt nicht wissen. Die lassen sich von hier aus nicht zugreifen. So. Hier knallhart rein. Suchen nur Besonderheiten, die Kästen, die hier auch irgendwo geben muss. Ja, das müssen wir dann vielleicht noch mit der Hand machen. Achso, ja genau, Kraftfeld hat sich ja übertragen. Zack. Zack. So. Okay. Gehen wir uns mal ganz schnell wieder hoch. Upp. Wo sind wir denn? Ah, da. Gerne noch den Kühlschrank hier abstellen. 7 Stück. Essen ist immer gut zu haben. So. Jetzt da weggelegt. Meine Multitool-Ladungen. Nö. Multitool-Ladung habe ich. Alles klar. Weiter geht's. Brauchen wir aber nicht mehr hoch. Demontieren. Ist gut für die Blueprint-Fabrik. Da. Energie. Achso, ja, deswegen funktioniert das Kraftfeld wieder, wegen der Energie. Ja, aber egal, ich will jetzt haben. Zack. Ist noch was Tolles drunter. Ein leerer Raum. Und ein Planet dahinter, okay. Weiter. Kein Licht an? Nö. Eigentlich nicht. So, Hangartore. Wollen ja irgendwann noch eine richtig geile Base bauen. Hier sind extra weiche Blöcke, die sie hier eingelassen haben. Mal gucken, ob das Sinn hat. Mal nachbauen. Mal merken. Nachladen. Hangar 2. So. Wieder so weiche Blöcke teilweise. Da sind die Pflanzbeete. Auch sehr gut. Zerlegen, wie gesagt, nur 60%. Das ist nicht cool. Also lieber am Stück wiederverwerten, verkaufen, Fabrik, whatever. Das werden dann andere Spieler auch nur 60% dafür geben. Das ist immer noch besser, als es über das Spiel zu verlieren. Gibt. Ich habe auch noch gar keine Poi-Container gesehen. Nix. Ich habe beim Kampf noch nicht darauf geachtet, ganz ehrlich. So.
So. Das sind Bullblocks, ne? Ja. Echt jetzt? Bull und Gefechtsstahl. Sehr nice. Was ist denn jetzt gerade vor meinem Auge? Demo. So, danke. Nichts, was mich interessiert. Wühlen wir uns hier rein? Jo, waren wir doch. Ja, hier waren wir noch nicht. Okay. Weitere Hangar, da haben wir die Tore schon rausgerupft. Eine Menge Stuff für die Fabrik auf jeden Fall. Schön bunt, schön bunt. Steht jemand auf Minecraft? Zack. Hm. Könnte man das jetzt am besten markieren, dass man hier schon alles abgesucht hat? Ah, da gibt es noch Hangartore. Voilà, will ich auch haben. Mitkommen. Ach, das ist die Falle, lieber, wo ich vorhin reingetappt bin, ne? So. Hier gab es auch irgendwas Interessantes. Mobile, genau, Mobiliarblöcke. Mehr Hangartore, jo. Nehme ich. Immer gerne. Da wisst ihr auch direkt, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Jeder mal gegen das Ding hier fightet. Nicht, das sind alles nur die Hangare. Ja, wieder raus. Ich will hier nicht stundenlang abfrickeln. Die Radarstation nehme ich natürlich mit. Ah, Fenster, 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 Fenster. So. Da noch was? Nein. Die meisten Räume sind leer, haben wir ja schon beim Durchlatschen gesehen. Ist halt kein Hardcore-Poi. Nö. Wieder runter. Hier waren wir auch drin. Ist da was Verstecktes? Ja, alles nur Gimmelbimmel. Na, jetzt nimm doch den Rahmen mit. Danke. Ernsthaft jetzt? Danke. So, nichts mehr da. Ist aber echt nicht viel los hier. Hier sind noch ein paar Fenster. Oh, das ist aber echt enttäuschend. Schon im unteren Steg. Echt nichts Verstecktes sein. Was? Ja. Ja, komm, den Hit nehmen wir noch. Krass. Ja, da kann man her. Ist das enttäuschende. Betrug, ich fühle mich total betrogen. Auch keine Alien-Container hier. Ja, total verrückt.
Ja, nicht unbedingt die epischen sein, aber die mit dem Loot. Aha, aha, aha. Die Hangaraufgänge, da waren wir doch vorhin auch drin. Man sich ja echt beschissen. Jetzt sind wir zu weit weg. Eben hatten wir noch Schwerkraftsymbol. Unten links beim O2. Nickes! Ja, nicht! Betrug! Yeah, die Claymore ist fertig. Na wunderbar. Nichts nah da. Da geht's auch nicht weiter runter. Boah, ist das fies, ey. Da ist noch ein Generator. Tatsächlich schon vermisst. Ah, noch ein paar Antennen. Die sind natürlich auch wertvoll. Okay, aber voll nicht wert hier das Ding, ne? Aber mal voll gar nicht. Moment, die sind aber komisch geschlossen. So, das sind Vollblöcke. Ne, das Ding hat ja echt keinen Wert, ne? So, das ist der Rest, der vom Notfallgeleiter übrig geblieben ist. Hier was drin. Ach nö, ey. Beschiss am laufenden Band. Na, na. Wirklich überall waren wir dann wohl doch noch nicht. Nein, hallo. Schluss. Noch einen versteckten Energietank. Ist schon noch einiges. Immer nur etwas durchsuchen, was man nicht kennt. Schwierig. Hm. Hier waren wir doch vorhin, ne? Ja. Ja, auch wir haben Schwerkraft an. Stopp. Sauerstoffen. So. Pflanzlichter, Pflanzlicht. Kurz durchgucken. Und das ohne Stoff. Jo, die Beete nehmen wir mit. Die Heimatbasis soll ja auch mal ein richtig dickes Beet bekommen. Hab ich gerade irgendwo hingeguckt. Da zu den Treppen. Nö, 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 nö. Stufenblöcke. Haben wir hier? Nichts. Dann verstärkt man das dann. Stufen. Da sind wir durchgekommen. Hier war ja alles leer. Loch. Vorstellen. Noch ein Loch. Ja. Totaler Reinfall. Total. Aber sowas von. Ich werde das Ding nicht nochmal angreifen, das ist ein Abschminken-Spiel. Das lohnt gar nicht. Wenn die Drohnen weg sind, ist okay. Keine Drohnen mehr nachkommen, Pech. Vorbei. Das Ding abzureißen, anzugreifen, Kern rauszureißen. Nö. Völlig unsinnig. Der gar nicht versteckt, ey. Aber hey, da bin ich mal gespannt. Vielleicht. Ist eher mehr. Ist ja wirklich irgendwo was versteckt und ich finde das einfach nur nicht. Man ist ja nicht unnormal. Ich versuche schon keine Orientierung. Ja, nichts. Kommt immer nur wieder raus. Naja. Schade. Ich werde jetzt hier offscreen noch ein paar von den Blöcken abbauen und sag dann
Danke fürs Zusehen. Vergesst nicht zu kommentieren und zu bewerten. Und wenn ihr wisst, wo hier was versteckt ist, haut ruhig in die Kommentare, damit es auch andere lesen. Ich meine, ich werde es hier hinterher wissen. Aber vielleicht suchen dann auch andere danach. Also, bis dann. Ciao, ciao.